Tipps und Trendszeit hier bei Allgäu TV. Dazu begrüße ich Sie an dieser Stelle wieder ganz herzlich. Gehen wir heute als erstes in die Allgäu-Brennerei nach Sulzberg. Schon seit über 100 Jahren dreht sich im Familienbetrieb alles um die Liebe zum Geschmack. Bester Beweis dafür ist das DLG-Siegel in Gold, das einer ihrer Brände bereits zum 7. Mal gewonnen hat. Aber auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen in der Allgäu-Brennerei eine große Rolle. Die Allgäu-Brennerei in Sulzberg ist bei Kennern seit vielen Jahren bekannt für ihre feinen Brände und hervorragenden Liköre. Der Williams-Birnenbrand beispielsweise wurde schon 7-mal von der DLG in Gold ausgezeichnet. Das Geheimnis ist relativ simpel, man muss auf eine sehr, sehr gute Frucht achten. Das heißt, die Frucht, die muss vollreif sein, die optimale Williams-Birne ist eigentlich die, die man in der Hand zerdrücken könnte, aber noch keine Fäulnisse oder Druckstellen hat. Einfach eine total vollreife Williams-Birne. Abgesehen vom Geschmack nimmt man hier noch etwas ernst, die Verantwortung fürs Klima. Deshalb ist die Allgäu-Brennerei auch ganz offiziell ein klimaneutrales Unternehmen. Beispielsweise stammen viele der Früchte für die Brände und Liköre aus der unmittelbaren Umgebung. Beim Transport fallen so weniger Treibhausgase an. Es gibt aber noch mehr. Am Beispiel der Brände kann man das sehr schön zeigen. Wir destillieren natürlich die Früchte, das heißt, man erzeugt heißen Alkoholdampf, der runtergekühlt wird mit kaltem Wasser, das danach natürlich warm ist. Und dieses warme Wasser, das leiten wir über einen Wärmetauscher und können damit unsere beiden Gebäude einheizen und auch warm Wasser drüber generieren. Also wirklich eine reine Energierückgewinnung. Wir sind generell klimaneutral, haben ganz viel im Betrieb umgestellt, um die Klimaneutralität zu realisieren und sind da auch recht stolz drauf. Ja. Genießen und das ohne schlechtes Gewissen. Das kann man mit den Bränden und Likören der Allgäu-Brennerei in Sulzberg. Und auch der Gasthof Stegmühle, das etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu, wird seit 2002 von Clemens Höfle mit viel Liebe und Engagement geführt. Hier dreht sich alles um bestes Allgäuer Essen. Aber auch Catering, Wohnmobilstellplätze und eine Sportsbar hat man hier im Repertoire. Seit 110 Jahren ist die Stegmühle in Biesenhofen im Besitz der Familie Höfle. Seither hat der Gasthof alles daran gesetzt, sich ein Alleinstellungsmerkmal in der Allgäuer Gastronomie zu erarbeiten. Von klassischen Kässpatzen bis hin zu eigenen Burgerkreationen, hier wird so regional wie möglich gekocht. Ohne Reservierung am Wochenende einen Platz zu kriegen, ist da gar nicht einfach. Wir werden jetzt ein neues Projekt starten mit einem Bauer hier aus dem Ort, der mir Fleisch liefert, wo wir auch komplettes Kalb zum Beispiel nehmen und das dann weiterverwenden, über Tageskarte fahren. Wir schreiben jeden Tag eine Tageskarte und wir verwenden eigentlich nur Produkte aus unserer Gegend. Die Erfahrung der Stegmühle zeigt sich auch beim Catering. 300 Party-Service fahren sie im Jahr. Von der Familienfeier übers Bierzelt bis hin zur Messe. Unsere Stärke beim Catering ist die, dass wir eigentlich nur das immer berechnen, was auch wirklich verbraucht wird. Durch unsere Erfahrung bringen wir nicht zu viel Material mit. Und wir haben zwei Hänger, mit denen wir live kochen vor Ort und zu ihnen hinfahren und einfach dort Schnitzel, Burger, Fleisch, was sie möchten, Beilagen, live vor Ort in ihrem Garten kochen und so weiter. Und auch im Gasthaus ist einiges geboten. Sei es im sonnigen Biergarten, im Restaurant oder beim Fußballgucken in der Pilzbar. Selbst Wohnmobilstellplätze gibt es hier. Eine Wirtschaft für Jung und Alt ist so entstanden. Und genau deshalb ist die Stegmühle das etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu. Noch bis vor kurzem hat man sich bei Müller Bikes in Waltenhofen vor allem auf Verkauf, Wartung und Reparatur von Motorrädern der Marke KTM konzentriert. Weitere Hersteller wie Husqvarna, Zero oder Raymond kamen hinzu. Inhaber Stefan Müller und sein Team bieten ihren Kunden umfassenden Service, sowohl vor Ort als auch durch ihren Versand.
Viele Unternehmen haben mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Darunter leiden nicht nur Unternehmen, die für ihre Produkte Halbleitertechnik benötigen. Auch Fahrrad- und E-Bike-Händler sind betroffen. Bei Zweirad Lemle in Bad Grönenbach hat man frühzeitig mehr bestellt und dank eines großen Lagers merkt man von den Lieferproblemen nicht allzu viel. Während anderenorts die Not einiger Radhändler groß ist, den Kunden ein breit gefächertes Angebot zu machen, bei Zweirad Lemle in Bad Grönenbach hat man dieses Problem nicht. Hier hat man rechtzeitig große Posten Bikes 14 deutscher Hersteller geordert. Wie man sieht, kann man nicht vom Problem sprechen. Wir haben hier unsere Full Suspension E-Mountainbike-Kategorie. Die geht von ganz davon bis dahinter. Das heißt, das ist so die Benchmark, das sind so die High-End-Modelle im Bereich E-Mountainbike Full Suspension. Das Ganze haben wir hinten noch im Hardtail-Bereich, das heißt nur vorne gefedert, aber in der gleichen Auswahl, in der gleichen Menge, in jeder Variation verfügbar. Verfügbar sind auch unterschiedlichste Modelle für Kinder und Jugendliche sowie Fahrräder mit und ohne Hilfsmotor. Unsere Kernkompetenz seit 1984 ist natürlich das Rennrad. Das begleitet uns nach wie vor. Wir haben hier extra eine Abteilung, mittlerweile auch für Gravelbikes, Crossräder und natürlich Rennräder. Mittlerweile gibt es diese Kategorie, wo wir sehr gut aufgestellt sind, mittlerweile mit 8 verschiedenen Marken, auch mit dem Thema E-Motor. Ein wichtiger Grund, warum die Auswahl hier immer noch so riesig ist, ist das große Außenlager. Hier ist immer so viel vorrätig, dass auch der Online-Shop von Zweirad Lemle aktuell jede Menge Räder bieten kann. Am besten ist es aber immer, selbst einmal das Rad auszuprobieren. Bei Lemle stehen dafür genügend Bikes zur Verfügung. Sicherlich kennen Sie das auch. Ab und zu möchte man doch am eigenen Zuhause wieder etwas verändern. Wenn Sie noch Anregung und Inspiration dafür suchen, dann schauen Sie doch mal bei der Raumausstattung Höpfer in Kempten vorbei. Hier finden Sie ganz bestimmt was Schönes für Ihre eigenen vier Wände. Raumausstattung Höpfer nahe der Burghalde in Kempten erstrahlt nun in neuem Glanz. Hier erwartet die Besucher ein großes Sortiment an Stoffen, Tapeten, Bodenbelegen und Teppichen, mit denen Höpfer sein Geschäft auch gleich selbst eingerichtet hat. Ich kann dem Kunden ja nur zeigen, was mir auch gefällt. Und wir brauchen ja auch im Laden große Ansichten von unseren Materialien, von unseren Stoffen, von unseren Teppichen. Und auch zum Teil kann man es am besten auch in Großvarianten am besten sehen, so wie unsere Möbel, die im Laden stehen, sind auch alle mit Stoffen aus den Kollektionen gemacht. Kompetente Beratung und Überblick über die Muster erhalten die Kunden aber nicht nur im Laden, sondern auf Wunsch auch bei sich zu Hause. Das Sortiment reicht von modernen Stücken bis hin zu beliebten Designklassikern. Das Team von Höpfer passt alles individuell an die Bedürfnisse der Kunden an. Ganz egal, ob Bodenbelag oder Sonnenschutz. Wir haben eine große Polster- und eine Nähwerkstatt. Wir nähen bei uns im Haus auch alle Vorhänge. Die Polstermöbel werden zu uns ins Haus gebracht. Wir polstern ihnen, wir bespannen, wir machen neue Gurtungen unter die Polsterungen. Unsere Mitarbeiter sind sehr kompetent, sind von uns auch ausgebildet. Passende Inneneinrichtung für ein schönes Zuhause, in dem man sich wirklich wohlfühlen kann. Wer bei Raumausstattung Höpfer danach sucht, ist garantiert an der richtigen Adresse. Mit dem Frühling und Sommer sind sie wieder da, die kleinen Plagegeister wie Fliegen und Mücken. Doch im Haus wollen wir sie ehrlich gesagt nicht haben. Die Firma Hartig hat sich mit ihren Insektenschutzgittern im Allgäu einen Namen gemacht. Neben Insektenschutz bietet Hartig aber auch Sicht- und Sonnenschutz und Glasüberdachungen. Einen Showroom dafür gibt es sowohl in Kempten als auch am Firmensitz in Mauerstetten. Hartig in Mauerstetten ist inzwischen einer der Anbieter für Wind-, Sonnen- und Insektenschutz im Allgäu. Im Programm befinden sich neben Markisen in unterschiedlichen Größen und mit den unterschiedlichsten Farben auch maßgeschneiderte Glasdächer für die Terrasse. Das Besondere an der Hartig-Lösung: Glasdach und Sonnenschutz können auch nacheinander und unabhängig voneinander aufgestellt werden. Der Vorteil von dem Glasdach ist einfach, dass ich meine Terrassensaison im Sommer von 3 Monaten auf mindestens 10 Monate erhöhen kann. Auch zu regnerischen Tagen oder auch im Winter, wenn es schneit, kann ich meinen Möbel geschützt draußen stehen bleiben. Mein Terrassenboden bleibt geschützt. Der Vorteil ist ganz klar dabei, dass wenn ich einen Sonnenschutz auf meinem Glasdach habe, kann ich die Terrasse deutlich besser nutzen. Ohne Markise wird es einfach viel zu heiß.
aber auch Lösungen wie die Sonnenrolle, einen Seitenschutz, einen kombinierten Wind- und Sonnenschutz oder Wabenplissés findet man hier. Ja, wir versuchen das für unsere Kunden möglichst einfach zu machen, indem sie einmal entweder zu uns in den Ausstellungsraum kommen und sich hier alles zeigen lassen oder sie rufen an und dann kommt ein Fachberater vor Ort, schaut sich alles an, misst es aus, prüft die optimalste Variante und macht dann direkt gleich ein Angebot. Aber auch wer nach dem richtigen Insektengitter oder dem Sichtschutz innen sucht, wird fündig im umfassenden Angebot von Hartig in Kempten und Mauerstetten. Hypnose kann von gut ausgebildeten Fachleuten angewendet eine Hilfe bei der Bewältigung von Ängsten, beim Abnehmen oder auch beim Ablegen schlechter Gewohnheiten sein. Außerdem kann sie das Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung fördern. Tobias Kunert in Kempten ist so ein erfahrener Hypnotiseur und er konnte schon einigen Allgäuern helfen. Mitten in der Kemptener Innenstadt ist die Praxis von Tobias Kunert. Er ist Hypnotiseur und kann oftmals Menschen dabei unterstützen, sich von ihren schlechten Angewohnheiten zu befreien. Hypnose kann überall da helfen, wo wir mit dem Verstand nicht weiterkommen oder uns der innere Schweinehund im Weg steht. Also wenn wir zum Beispiel wissen, wir sollten nicht mehr essen, wir können es aber trotzdem nicht lassen. Wenn wir wissen, Rauchen ist schädlich, wir können trotzdem nicht aufhören. Wenn wir wissen, dass bestimmte Ängste nicht nötig sind, aber immer in den Situationen treten sie dann auf. Das heißt, alles, was wir mit dem Verstand wissen, aber das Unterbewusstsein Programme ausführt in bestimmten Situationen, da setzt die Hypnose an und kann Programme von jetzt auf gleich wirklich umprogrammieren. Es ist ein total entspannter Zustand, in dem man sich auch sehr wohl fühlt. Angst, dabei keine Kontrolle mehr über sich zu haben, braucht man nicht zu haben. Auch unter Hypnose bekommt man alles um sich herum mit. Neu von Tobias Kunert ist eine individuell erstellte Morgenhypnose. Verändert hat sich an meinem Tag der Einstieg in den Tag, dass du einfach nicht mehr so aufstehst, schon wieder arbeiten, sondern du stehst auf und bist eigentlich sofort da. Heute hast du bestimmt wieder Bock zum Joggen und dann geh ich joggen, obwohl ich gar keinen Bock habe. Ich mach meinen Wecker aus, hau mir die Kopfhörer drauf und ich höre mir das an und dann starte ich in meinen Tag. Bin fokussiert und ich weiß, was ich erreichen will und das zieh durch. Mehr Infos gibt es unter www.lebensupdate.de. Und damit sind wir für heute wieder am Ende unseres Magazins angekommen. Machen Sie es gut und genießen Sie die schönen langen Abende des Frühsommers. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.